Be Primal, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, what the fuck war bitte das für ein Vieh? Das war weder Affe, noch Mensch, noch Jaguar, was da den Trinity-Soldat angegriffen hat im letzten Part. Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Okay, das klingt ja richtig. Wir sind tot. Alles okay jetzt? Richtig schön. Ich meine, was war das? War das irgendwie, kann man Zombie sagen? So, jetzt mal gucken hier. Ob wir die hier ein bisschen im Lautlos-Modus töten können, die guten Leute hier. Oh. Das lief doch schon mal ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und kann ich den wegholen hier? Oder sieht er uns dann? Sieht gut aus. Okay. Upsi. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Versuch. Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Können wir mal an den einen konnten wir holen. Wir sind tot. Alles okay jetzt? Den konnten wir doch noch holen, oder? Sie sind überall. Okay. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Nehmen wir alles mit. Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Können wir mal gucken, ob wir auf der anderen Seite mehr Erfolg haben. Hier ging es doch das auch ist lang. Echt scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Da gebe ich dir recht, Kumpel. Die Leute waren zu lange im Dschungel. Und jetzt drehen sie durch. Boah, kommt, wenn der jetzt da nochmal zurückkommt, kann ich die vielleicht alle drei holen? Sie dürfen mich nicht so kriegen wie die anderen. Ja, der muss zurückkommen da. Da kommt er. Vielleicht klappt's. Wie lange denn noch? Na, komm noch ein Stückchen. Put. Sehr schön. Die Dinger jagen uns. Das ist doch alles Scheiße. Macht euch kampfbereit. Ich begleite dich. Ankunft in Kürze. Hangar in Sicht. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Noch 60 Sekunden. Kommt jetzt echt eine Verstärkung an für die oder was? Seite.
What the fuck, Alter? Was sind das für Kreaturen? Ja, komm. Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Also die Geräusche gerade. Die waren, kam ich von hier? Nee. Die waren super creepy. Bin ich hier richtig? Ja. Okay. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Alter, diese Sounds, Mann. Boah, krass. Oh nee, ey. Oh. Also. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss unbedingt zurück, ey. Ich muss ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht können wir uns ja erstmal noch ein paar Pfeile machen. Kann nicht schaden. Lang. Ich glaube, wir sind gleich da, Leute. Jonah in den Ruinen treffen, sehr schön. So, okay, bevor wir das machen, will ich mal kurz nochmal einen Händler besuchen. Wo war denn der Typ? Der war doch hier irgendwo. Da. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Hi, hallo. Sieh dir meine Ware an. So, verkaufen. Genau, zum Beispiel diese Jade-Sachen. Ausgezeichnete Wahl. Maximum verkaufen. Ja, so macht man Geschäfte. So, den Rest, den brauche ich ja, oder? Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. So, und dann gehen wir mal. Oh, falsche Richtung. Zu Jonah in die Ruinen. Bist du an einem Handel interessiert? Und guck mal, warum oder was die jetzt hier gefunden haben. In puncto diesen riesigen Jaguar-Kopf auf dieser Wandmalerei, ne? Jonah? Wir sind unten. Unten? Unten waren auf jeden Fall noch nicht. Hey. Da sind sie. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Aha. Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Das hätte auch schief gehen können. Weg zur verborgenen Stadt. Ah, toll. Okay, das sieht nach einer Rutschpartie aus. Nein?
Uiuiui, was ist denn hier los? Och, und schon wieder Wasser. Und ich muss anscheinend runter, oder? Oder kann man hier rüber? Oh. Okay. Das war knapp, würde ich sagen. So, müssen wir echt tauchen? Sieht so aus. Oh Mann. Noch enger geht's nicht. Ach du Scheiße. Oh nein. Liegen da Knochen? Oh nein, nein, nein. Los, los, los. Da sind Luftblasen. Komm schon. Schon wieder so eine eklige Moräne, Alter. Oh, fuck. Okay. Schnell Luft holen. Wenigstens kann man die abwehren, ne? Oh, hier ist eine Tür, oder? Oder sieht zumindest so aus. Die Prüfung der Spinne abschließen. Und da ist sie auch schon, die Spinne. Ich hasse Spinnen. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Na toll. Kein Empfang. So, die Prüfung der Spinne. Und ich glaube, ich muss wirklich wieder ins Wasser, ne? Hier kann man. Oder gibt's hier irgendwie eine andere Möglichkeit? Ich glaube nicht. So, mal kurz gucken. Was ist das? Sieht nach Gold aus, ne? Ach, noch so eine Ader? Golderz. Cool. Okay, aber wo muss ich jetzt lang? Doch irgendwie da hoch. Kann ich hier klettern? Nee, kann ich nicht klettern. Kann ich das kaputt machen? Oder abbrennen? Da hoch. Schauen wir mal von Weitem. Vielleicht sehen wir da noch mehr. Also irgendwie muss ich hoch. Oh. Kann ich da klettern? Ah, okay. Dann klettern wir natürlich. Ja, kommen wir hier hoch? Oh, oh nein. Losgelassen, ich Trottel. Nicht lang. Also war es schon richtig hier? Ja. Wahrscheinlich um die Ecke rum oder so, ne? Ah. Okay. Na gut, da müssen wir einen anderen Weg wählen. Jonah,
Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Geht's da weiter oder geht's hier weiter? Ist hier wirklich gar nichts? Okay, krass. Dann hier lang. Ah, okay. Das Fledermäuse. Das sind Fledermäuse. Ich hoffe, Fledermäuse sind nicht böse. Werfen Sie mit X Ihre Hakenaxt, während Sie springen, um entfernte Felswände zu erreichen. Alles klar, das hat doch gut funktioniert. So, dann schwingen wir mal. Gut zu wissen. Alles klar. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon die Prüfung war, oder? Wir werden sehen. Prüfung des Adlers. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Wow. Also, das sieht wieder mega krass aus. Was für eine Aussicht hier. Prüfung des Adlers. Ich bin gespannt. Sind voll, ne? Dann machen wir doch mal. Die sind auch voll. Können wir gar nichts machen hier. Ups. Oh. Neues Basislager gefunden. Sehr schön. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Das ist die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Das hoffe ich auch. Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. So, wir haben mittlerweile 4 Fähigkeitspunkte. Wir haben ja gespart. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen. Das wollte ich nicht haben. Nein. Hier war das, glaube ich. Genau, dieser Betäubungsschuss. Das wollte ich mal wissen. Aber den kann ich auch noch gar nicht nehmen. Da muss ich erst das hier nehmen. Ah, ist auch blöd. Was gibt es hier Cooles? Drücken Sie B beim Aufprall, um zu rollen, um keinen Schaden zu erleiden. Okay, auch nicht schlecht. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer-Zielunterstützung. Das ist doch cool. Wir haben ja manchmal so Situationen, wo ich mit Pfeil und Bogen kurz mal Zeit habe zu zielen. Dann nehmen wir doch das mal. Zack. So, was ist das hier? Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Direkt. Da gucken wir auch gleich mal nach. Wir können bestimmt ein paar Upgrades machen. Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele. Okay, kostet 3 Fähigkeitspunkte. Das klingt mega gut. Dann sparen wir mal darauf, würde ich sagen. So, Inventar. Gehen wir mal auf unser Sturmgewehr. Ist auf jeden Fall Upgrades verfügbar. Scheiße, da brauchen wir noch was für. Das können wir aber machen.
Das können wir machen. Weil ich weiß nicht, was das für Viecher sind, die da auf uns zukommen. Aber ich glaube, wir werden da mit dem Sturmgewehr besser auskommen, anstatt Pfeil und Bogen. Ich gehe trotzdem nochmal... Achso. Gut, mein Messer kann ich nicht verbessern. Ich gehe nochmal in den Bogen rein. Guck mal nochmal hier. Ein Upgrade können wir hier unten machen. Die Haltezeit verlängern. Das ist gut. Ein bisschen mehr Zeit zu zählen. Okay. Gut, Freunde. Yeah. Dann machen wir an der Stelle mal eine kleine Pause. Und sehen uns dann im nächsten Part, hoffe ich, wieder. Und zwar zur Prüfung des Adlers. Bis dahin, macht's gut.